Herzlich willkommen, wir sind wieder zurück beim Let's Show Minecraft Survival in der Staffel 3. Wir sind hier schon fleißig unterwegs die ganze Zeit. Hups. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter. Diesen Weg wieder zurück, den wir in der vorherigen Folge gekommen waren. Wir kamen von der Moschee. Dort gehen wir nicht mehr zurück. Hier ist ein neuer Weg entstanden, schön ausgebaut bis hierhin. Hier hört aber die Stadt dann soweit auf, deswegen gibt es hier kein Dingens mehr. Hier ist nicht mehr richtig ausgebaut, deswegen, weil hier ist stadtintern. Was wir hier haben, ist ein bisschen Wüste. Ich habe einst, als ich Sand brauchte, um da hinten das Kolosseum zu bauen, bin ich in diese Wüste gegangen und habe einfach alles abgebaut, was Sand oder Sandstein war. So. Und auf einen eigenen Weg, extra eingemauert links und rechts, weil vor allem nachts ist in der Wüste die Hölle los und hier hat man nie seine Ruhe. Was übrig blieb, nachdem ich allen Sand abgebaut hatte, war dies. Ist jetzt nichts Großartiges, nichts Spektakuläres. Ich habe eine kleine Festung draus gebaut, hier auch mit einem Wassergraben ringsherum. Hier wächst ein bisschen Zuckerrohr zur Verschönerung. Ja. Da bin ich doch gerade von der Mauer gekippt. Das ist halt eben genau das, was übrig bleibt, wenn man bei einem Sandberg in der Wüste alles an Sand und Sandstein entfernt. So, hier habe ich ein Eingangstor hinzugefügt, ansonsten habe ich das alles tatsächlich im Großen und Ganzen belassen, wie es ist. Hier ist überall immer mal wieder ein bisschen Zaun, dass mir keiner in den Graben fällt. Nee. Muss ja nicht. Bla. Ja, hier die Ebene habe ich ein klein bisschen ausgebaut, dass mir so ein bisschen laufen kann. Und das hier habe ich dann zugemacht. So, hier haben wir auch sogar noch eine kleine Bude, wo man schlafen könnte. Hier ist sogar noch jede Menge Material, das irgendwann mal rüber ins Lagerhaus müsste, vielleicht. Lustig. Kiste ist voll, sehr voll unterteilt da drin. Sehe ich jetzt auch gerade zum ersten Mal. Ah, das verstehe ich natürlich. So, hier geht es oben drüber. Hier haben wir eine große Ebene, alles schön. Zäunchen dicht gemacht. Kann man hier mal schön gucken. Und hier geht es in eine Höhle. Die war hier auch vorher schon. Hier habe ich auch schon ein bisschen was abgegrast und hier kann man auch jederzeit wieder hin zurückkehren und weiter abgrasen, wenn man das denn möchte. Hier drüben ist der zugehörige Bahnhof. Hier, gut, sollte man wissen, in welche Richtung man fahren soll, aber das ist, glaube ich, finde ich, relativ offensichtlich, wenn man hier den Stopper sieht. Auch hier natürlich wieder, zack, der Spender für die Loren. Da vorne ist der erste Beschleuniger, das sieht mir klar aus, als ginge es in diese Richtung. Und da fahren wir schon wieder Zug. Das ist ja unglaublich, immer diese Zugfahrerei. So, wir fahren hier irgendwo aufs Meer zu. Hui! Und jetzt sind wir hier. Sind wir schon? Ne, jetzt sind wir noch nicht. Wir fahren mal ein bisschen ins Land zurück. So. Auch alles schön ordentlich ausgebaut mit regelmäßigen Bögen in gleichen Abständen. Alles immer schön exakt bei mir. Ab und zu mischt sich mal so eine Höhle mit ein. So. Hier sind wir jetzt unter dem Meer und knapp unter der Kirche. Sind also schon jetzt eigentlich, kann man sagen, unter dem Zentrum der Stadt. Hier geht es jetzt auch mal wieder ein bisschen nach oben. Oh, Heinzi! Yum! So,
Das war nur ein Gag, da hatte ich halt Lust drauf. Da hat gerade ein Miau gemacht und mehr gemacht. Wir sind also unterm Haupthaus durch und... Ja. Wer macht denn sowas? Deswegen sage ich immer, die Dinger dann abbauen, wenn man sie nicht mehr braucht. Und dann sind wir nämlich genau hier wieder in unserem Bahnhof. Oh, ich laufe die ganze Zeit barfuß rum, seit ich aus der Moschee raus bin. Deswegen habe ich so kalte Füße. Wäre mal einer sagen können. So, und dann sind wir wieder hier. Und dann werden wir jetzt tatsächlich wieder die neue Welt verlassen. Schon wieder. Und kehren wieder in die alte Welt zurück. Tja, das machen wir, damit es nicht langweilig wird. Nicht wahr? Was natürlich jetzt bedeutet, dass wir diesen ganzen Weg hier wieder zurück müssen. Der ist ja bekannt. Aber macht euch da mal keine Gedanken. Ich bin immer so frei und werde das Ganze beschleunigen. Eins kann ich hier gerade noch anzeigen. Hier hinten haben wir so einen Riesenraum. Den hatte ich noch gar nicht die Zeit gehabt, diesen Riesenraum. Oh, Seelensand. Okay. Was ist das für ein Riesenraum? Ja, das hier ist komplett das, was hier an diesem Detastein fehlt. Ist alles das, was in der dunklen Festung unterm Berg verbaut wurde. Da ist dann hier dieses etwas entstanden. Das ist übrigens ein Ausgang. Hier sieht man dann auch mal, wenn man will, wie das immer so von außen aussieht, in diesen Wegen, die überall lang gebaut werden. So, gut, jetzt des Blödsinns. Wir reisen jetzt zurück in die alte Welt. Und das machen wir im Schnellverfahren, und dieses Schnellverfahren beginnt dann ab jetzt. Juhu! So. Wir laufen durch die Niederfestung, 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 laufen durch die Niederfestung, 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 laufen durch die Niederfestung, Niederfestung, lege die Luft weg, Niederfestung, Niederfestung, jetzt ist es doch Gott. So, geht ab. So, da schalte ich mich wieder ein. Na, das ging doch jetzt mal flott, oder? Das ist hier übrigens der erste Bunker. Und vom ersten Bunker aus habe ich mal diesen Weg geschlagen. Dieser Weg hier hat eine ganz besondere Bedeutung. Nämlich, er ist klein und eng. Und klein und eng ist was Schönes. Gut, das mag dem einen oder anderen, wenn ich das so sage, komisch vorkommen. Ist ein Balkon-Dong. Aber klein und eng ist was Feines. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Und wer jetzt hier seltsame Gedanken hat zum Thema klein und eng, den lassen wir einsperren. So, nein, damit habe ich die Zeit auch schon überbrückt. Und damit landen wir hier oben in diesem Turm. Eine angenehme, schnelle Abkürzung, die wir uns da dann mal gebaut haben. Blablabla. So, und damit sind wir wesentlich schneller daheim. Das ist schön so. Überall gluckert die Lava. Glugger, glugger, glugger. So, die Lee. Und wir gehen durch dieses Tor. Und freuen uns. Da haben wir noch gar nicht allzu viel Zeit verloren. Und schon sind wir wieder hier. Wieder in diesem Tor. Und hier geht es hoch zur Casa Monte. Und diesen Weg werden wir dann jetzt mal, hoppla, nehmen. Und
muss uns dabei permanent den Kopf anschlagen, weil das so einen Spaß macht. Knochen. La Casa Monte. La Casa Monte. La Casa Monte. Da lang. Genau, jetzt hab ich's. Was wollen wir schon wieder hier? Warum sind wir zurückgekehrt? Ja, das mögen sich manche fragen. Das hat einen Grund. Na, Gott sei Dank. Ich dachte schon, es wäre aus Langeweile. Okay, da war nicht lustig. Es ist Nacht. Muss uns das stören? Eigentlich muss uns das nicht stören. Die Hunde sitzen hier unbeeindruckt nach wie vor rum. Da hinten stehen die Pilze, da unten steht die Villa Maggiore. Alles scheint noch immer so zu sein, wie es einst war. Nur die Tür, die ist irgendwie zu. Nein. Es hat sich etwas getan, nämlich hier steht eine Kiste und da sind Karten drin. Das lassen wir jetzt auch mal so stehen. Warum das so ist, tut nichts zur Sache. Tatsächlich geht es um dieses hier, um Moria. Manche mögen sich erinnern an das Parkhaus, das wir in der ersten Staffel hatten. Ja, wir kehren nun nach langer Zeit zu eben jenem Parkhaus zurück. Der Wachraum von Moria hat sich insoweit ein wenig verändert, dass es hier eine Wachenkammer gibt. Wer die Geschichte des Herrn der Ringe kennt und wer Moria kennt, am besten die, die es gelesen haben, erinnern sich an den Raum, in dem die Gefährten schliefen, in dem ein Brunnenschacht war in der Mitte. Der so tief war, dass man da nicht reinfallen möchte. Er ist so tief, dass wenn ich jetzt mit meiner Diamantrüstung da reinspringe, es trotzdem nicht überlebe. Und hier daneben an, auf der anderen Seite, ist die Moria-Schmiede. Hier ist ein bisschen Lava, hier haben wir auch nochmal Wasser, ne? Kennen wir ja. Eis machen. Klong, 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 klong. Psch, Schwert fertig. So läuft das. Jetzt gehen Sie mal. Hier ist mittlerweile ein Steindach. Den grünen Teppich in der Mitte habe ich gelassen. Ist angepasst. Moria Halle 1. Aber den Rest habe ich mal ein bisschen aufgeräumt, ein bisschen Saubär gemacht. Ich bin ja so ein Saubär. So, hier haben wir die erste Veränderung im Vergleich zur Staffel 1, als wir hier schon mal waren. Nämlich, hier ist eine Mauer, hier ist dicht. Das hängt ganz einfach damit zusammen, dass irgendwo hier hinter dieser Mauer so ein vollkommen bescheuerter, ewig tiefer Brunnenschacht kommt. Ich weiß nicht, wer den da hingestellt hat. Ja, deswegen ist da oben jetzt dicht. Aber wir haben es sauber zugemauert. So, wir kommen hier runter. Auch das kennen wir. Ich habe hier mal die Öfen weggeräumt. Die braucht keiner. Die habe ich dafür eingetauscht in Kisten. Unendlich viele Kisten. Vielleicht könnt ihr erraten, was drin ist. Ich mache mir so eine Stichprobe rein. Zufällig diese Kiste. Bruchstein. Gut, nehmen wir mal diese Kiste. Bruchstein. Diese Kiste. Aha, Kies. Da ist noch jede Menge Kies drin. Hm. Haben wir hier noch mehr Kies? Da ist noch mehr Kies. Da haben wir hier noch viel Kies drin. Das interessiert mich aus ganz unerklärlichen Gründen gerade. So, wir erinnern uns, wir hatten hier einen Weg, der ging hier geradeaus und einen Weg, der ging hier rechts runter. Der Weg geradeaus ist verschwunden. Es geht nur noch runter. Gott, ist das viel Stein. Und wir gehen jetzt hier runter. Und wir betreten die Halle von Moria. Man stelle sich die entsprechende Situation vor, wie das auch im Herr der Ringe ist. Läuft die Treppe runter und man nähert sich der großen Halle. Der Stadt der Zwerge.
bisschen im Kreis herum. Bis dahin. Da ist Wasser unten drin. Man könnte es als das Kellergeschoss von Moria bezeichnen. Es hat tatsächlich die exakt gleiche Grundfläche. Die Pfosten sind ein wenig dicker. Aber ansonsten... Ja, und die Halle ist ein wenig dunkler. Weil sie halt ein bisschen tiefer liegt. Die Pfosten sind auch an exakt der gleichen Stelle. Das heißt, dieser Pfosten hier beispielsweise, wenn man hier jetzt nebendran sich hochgraben würde, käme man oben drüber, dass hier die Ecke wäre, käme man quasi hier raus. Also dadurch, dass dieser Pfosten dicker ist, hat der Pfosten hier im Gesamten die Breite von oben drüber den Säulen sockeln. Oh, da ist eine Tür. Gehen wir da mal rein. Ah. Das sieht ja lustig aus. Ich muss überlegen, was ist das für ein Stein? Aber so sieht bitteschön hier bei diesem Texturenpack der Bedrock aus. Dass es dieser ist, erkennt man daran, dass er sich einfach partout nicht abbauen lässt. Schade eigentlich. Sollen wir hier mit der Diamantspitzhacke probieren? Nee, aber da tut sich gar nichts. Das ist wie gesagt Bedrock, da ist Ende, da kommt nichts mehr. So, deswegen, was habe ich denn jetzt gemacht? So, ich treffe meine Tasten nicht. Was ist denn da wieder los? Ja. Moria. Jetzt stelle man sich vor, man liefe hier durch und plötzlich käme ein rotes Licht von vorne. Irgendwo aus der Decke fleuchten oder Orks heraus. Zu gruselige Geräusche. Aber zum Glück sind wir hier ohne Monster. Das Einzige, was hier rumwuselt, sind Fledermäuse. Hier steht noch ein etwas abgemagerter Zwerg und bewacht hier einen Ausgang mit seiner doppelschneidigen Axt. An dieser Stelle ein paar Eckdaten. Wieder mal, die Säulen haben eine Höhe von ca. 40 Metern. Die Halle an sich ist rund 40 Meter breit, über 100 Meter lang. Wer sich jetzt die Kubikmeter ausrechnen möchte, bitte tu dir keinen Zwang an. Um das mal zu vergleichen mit der Realität, das sieht jetzt hier mächtig riesig aus und das ist ungefähr, wenn ich jetzt in Originalgröße den Petersdom nachbauen wollte, wäre vielleicht gerade so das Mittelschiff noch ohne Kuppel wohl bemerkt. Das sind die Säulen nämlich auch 40 Meter hoch. Aber dennoch, ich will es jetzt nicht kleinreden, ich will es nicht schwachreden, kaputtreden, wie auch immer. Es war eine Mordsarbeit, hier aus dem Berg diese Halle zu heben. Ich bin ein bisschen stolz drauf. Ich mag einen Moria. Hier hinten geht es dann letzten Endes wieder raus. Hier noch ein bisschen in die Tiefe. Dies ist nicht die Brücke von Khazad Dûm. Das wäre ein wenig ärmlich. Aber es ist zumindest eine Brücke. Aber ähnlich wie in Khazad Dûm, zumindest an selbiges angelehnt, geht es hier hinten aus Moria wieder raus. Geht es hier hinten in eng gewundenen Treppen im Zickzack nach oben und wieder zurück. Ich renne hier so schnell durch, dass ich das alles gar nicht realisiert kriege. Aber wir können gleich von oben nochmal runterschauen. Wir sind gleich oben.
Das Ganze ohne Geländer, damit es Spaß macht. So sieht das Ganze von oben ein bisschen aus. Da windet sich die Treppe in vielen Zickzack nach oben. Zwischendurch immer mal ein paar stützende Säulen, die hier irgendwie quer, kreuz und quer, teilweise durch die Treppen durch nach unten gehen. Ebenso, wie man sagen könnte, hätten die Zwerge dies gebaut damals. Ach, Moria, oh Moria. Wenn man das jetzt noch mit der entsprechenden Musik vertonen könnte, ohne dass einem die GEMA plötzlich Hausbesuch macht, wäre das schön. So, hier bricht ein bisschen Wasser ein. Dies zeigt uns schon, dass wir langsam uns der Oberfläche nähern. Hier haben wir noch einen Lavasee. Den werden wir jetzt herumwandern und da ist der Ausgang. Und hier ist dann das Ende von Moria. Ja, ja. Wie schön das ist. Und damit machen wir einen Break für diese Folge und gehen schon mal direkt in die nächste. Bis dahin. Tschüssi.